Im 20. Jahrhundert nahm dann der Autoverkehr immer mehr zu. Die Menschen begannen mehr und mehr zu reisen. In die Alpen und durch die Alpen. Und auch der zunehmende Warentransport machte einen Ausbau der vorhandenen Verkehrswege notwendig. Die größten Hindernisse stellen die meist von West nach Ost verlaufenden Bergketten dar. Schon seit früher Zeit folgen die Routen über die Alpen zunächst den natürlichen Taleinschnitten. Die Bergrücken werden dann an ihren niedrigsten Punkten überquert, den Pässen. Später wurden die Passstraßen vielerorts zu breiten Verkehrswegen ausgebaut, zum Beispiel am Brennerpass. Nach wie vor gibt es aber auch noch viele kleine, enge Passstraßen, die in steilen Haarnadelkurven über höchste Höhen führen. Die breiten, meist von West nach Ost verlaufenden Quertäler der Alpen sind für die Anlage von Verkehrswegen sehr viel geeigneter. Sie sind von den eiszeitlichen Gletschern und Flüssen geformt und geprägt. Hier entstanden nach und nach die ersten Handelsrouten durch die Alpen. Mittlerweile verlaufen hier breite Autobahnen. Über sie kann die zum Teil monatelange Wintersperre vieler Passstraßen umgangen werden. Das Autobahnnetz der Alpen orientiert sich daher an den großen Tälern und verbindet den Alpenraum mit den Städten außerhalb des Gebirges. Mit dem Bau der Gotthard-Autobahn und des San Bernardino in der Schweiz sowie der Brenner- und der Tauernautobahn in Österreich wurden wichtige Nord-Süd-Trassen über den Alpenhauptkamm geschaffen.